Jo, ne? Wenn ich mit Schwung so auf die Bühne komme, dann verfalle ich immer mit meinem Norddeutsch und wollte jetzt eigentlich schmettern moin, aber ich jetzt mal überdacht. Lassen wir. Also, schönen guten Abend nach Dachau. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen lediert, sieht man mir vielleicht an. Ich hatte schon ein paar Stunden Osterhofen, politischen Aschermittwoch hinter mir. Und ich muss jetzt eine kleine Vorankündigung machen. Es könnte sein, dass der ein oder andere, der vielleicht schon in Osterhofen dabei war, wie zum Beispiel die geschätzten Kollegen hier auf der linken Seite, Paul Podolay und Dr. Dittges und noch weitere, Edeltraut Schwarz, vom Kreisverband Landsberg-Lech, da vorne melden sich auch noch ein paar, die werden jetzt nicht so viel Neues hören. Und vor allen Dingen habe ich jemanden nicht mit dabei. Und das ist Herr Brandner. Der ist jetzt mittlerweile in Baden-Württemberg auf der Bühne. Dr. Curio ist in Saarland auf der Bühne. Und ich bin hier bei euch. Aber... wir schauen mal, wie wir es gemeinsam hinbekommen. Also, schön, dass so viele da sind. Toll, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Ich habe die pöbelnde Menge draußen noch gesehen. Also, sie haben mich auch gesehen und sie haben mich auch begrüßt. Und es passt ganz gut zum Thema. Das habe ich auch, also ich bin auch gefragt worden. Ich habe mich ein bisschen umgezogen, weil es mir zwischenzeitlich etwas kalt geworden ist an den Beinen. Ich hatte so eine rote Lederhose an vorhin. Warum bin ich hier in Rot-Grün? Also, grüne Hose, aber ein schönes Grün, also so ein Bundeswehrgrün. Und Rot. Es hat ein bisschen Grund, denn Brandner und ich haben das Bühnenprogramm versucht unter ein Motto zu stellen und haben gedacht, spätestens seit den Wahlen in Hamburg, wir sind zwar drin, aber Leute, 70% Linke in der Hamburger Bürgerschaft, da muss man einfach sagen, gestern oder sagen wir Samstagabend standen wir einen Schritt vorm Abgrund, Sonntag waren wir einen Schritt weiter, 70%, ja, Hamburg ist durch. Und es ist schade, ich habe da mal gewohnt, eine Zeit lang, schöne Stadt. Und deswegen habe ich gedacht, wie könnten wir das eigentlich nennen? Und da habe ich gedacht, eigentlich ist das Thema, was wir jetzt bearbeiten müssen im Jahr 2020, Deutschland auf links gedreht oder Untertitel, wie man mit Inkompetenz erfolgreich Politik macht. Ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht, es soll ja auch immer so ein bisschen der Unterhaltungsaspekt dabei sein, ein paar Themenfelder ausgesucht und, das darf ich versprechen, es ist ja politischer Aschermittwoch, man arbeitet sich am politischen Gegner ab und das ist dann eben auch einfach persönlich. Hm? Sie kennen das ja, wir werden ja dauerhaft auch persönlich angegangen, warum sollen wir uns da eigentlich jetzt verschenken? Also, legen wir mal los. Eines der Hauptthemenfelder, wo man ja eigentlich nur Spott und Häme abbekommt, ist die deutsche Bundeswehr. Und über die wollen wir mal kurz reden. Bestandsaufnahme, nichts funktioniert, wir sind nicht wehrfähig und ohne Wehrpflicht haben wir auch kaum noch taugliche Soldaten. Ich habe es vorhin schon gesagt, T5 ist ja heutzutage kein Grund mehr, jemand auszumustern, sondern ein Ausweis von grundsätzlicher Trainierbarkeit eines Körpers. Das ist übrigens die neue, das ist kein Witz, das ist ja tatsächlich auch die neue Strategie. Nicht T5, ist trainierbar. Und das Problem ist, wir haben ja schon ein großes Problem mit der Ausrüstung, insbesondere die Uniformen. Stiefel gibt es gar nicht mehr. Und Uniformen, dann denkt man vor allen Dingen an die Schwangeren, weil die braucht die Bundeswehr ja auch ganz besonders. Werdende Mütter, die brauchen wir im Einsatz, die müssen ja auch immer da rumlaufen, damit wir noch ein bisschen bunter werden. Und eine Maßnahme an dieser Stelle wäre, wenn wir schon Ja sagen zur Buntheit und zu Frauen in der Bundeswehr, ich warte immer noch auf den ersten pinkfarbenen Panzer. Ja, Sie lachen jetzt. Es gab einen sehr teuren Panzer, und zwar der Nachfolger vom Schützenpanzer Marder, der Puma. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Puma ist ein tolles Ding, nur wenn Sie größer sind als 1,84, können Sie nicht hinten mitfahren. Wäre doch ein super Ding für Frauen, die werden meistens in der Regel, also wenn sie Bio-Frauen sind, Entschuldigung, heute ist ja alles möglich, wir leben ja im Zeitalter der Transformation, dann wäre das ein super Gegenstand, den man zum Beispiel transformieren könnte in einen Frauenpanzer. Brandner hat es heute so gesagt, ich zitiere mal Brandner, der macht da nicht so lange Ausführungen wie ich, der sagt, nichts schießt, nichts fährt, nichts fliegt, nichts schwimmt, bis auf die U-Boote, aber die können dann nicht tauchen. Und der Helikopter, also die können
aus technischer Sicht auch abheben, aber praktisch nicht, weil die Bedienungsanleitung fehlt. Auch das sind Wahrheiten. Also die Gags, die hier oben sind, wir könnten den ganzen Tag eigentlich nur immer wieder wiederholen, was uns im Bundestag gezeigt wird, was uns in den Nachrichten begegnet. In Dauerschleife, vielleicht würden die Menschen dann langsam mal merken, wer hier eigentlich den Unsinn verzapft. Allerdings müssen wir uns vielleicht auch noch mal fragen, wer hat denn das verbockt? Gut, wer hat die Wehrpflicht ausgesetzt? Wir wissen noch alle, von Gutenberg, ne? So, schon ein bisschen her. Aber dass wir so in diesem desolaten Zustand sind, gerade was die Ausrüstung angeht, wer sind da eigentlich die Schuldigen? Und mir fallen da auf Anhieb, fällt mir so ein Frauenpärchen ein. Warum Frauenpärchen? Erinnern Sie sich noch an den Stabwechsel? Stabwechsel, AKK übernimmt von der Leyen. Da gab es ja militärische Ehren, großes Fest. Und die beiden hatten nichts Besseres zu tun, als peinlich Händchen halten wie Hanni und Nanni, da darunter zu schreiten. Wen habe ich jetzt gemeint? Arbeiten wir sie einzeln ab? Frau von der Leyen, heute Kommissionspräsidentin, stand nie zur Wahl, hat auch nie was geleistet, sondern, wenn wir ganz ehrlich sind, Flinten-Uschi, die alte Kämpferin, hat die deutsche Bundeswehr erfolgreich besiegt. Kürzlich habe ich gelesen in einer Zeitung und in einer Zeitschrift, wie es jetzt wahrscheinlich mit ihr so weitergehen wird. Also Bundeswehr besiegt, der nächste Feind ist das Klima. Und wir wissen ja, was sie momentan an den Hacken kann. Das ist ein Untersuchungsausschuss, Ratteraffäre, Deutscher Bundestag. Wie geht das jetzt weiter auf EU-Ebene? Wir überlegen, was das Budget angeht. Das wird mit Beratungen so laufen, 50% Ausgaben für Berater, 50% für Freunde und 50% für klimaschädliche Maßnahmen. Macht glatte 150%. Und wenn Sie jetzt denken, ich habe einen Rechenfehler gemacht, nein, so denkt die und so rechnet die auch. Das heißt also, warten wir auf den nächsten Untersuchungsausschuss, dann auf EU-Ebene. Nicht wirklich viel besser, aber auch nicht viel schlechter, ist AKK. Ich habe sie immer betitelt als AKK. Sie wissen, Annegret Kramp-Karrenbauer, gibt ja viele Abkürzungen. Annegret oder Angelas kleiner Klon. Ja. Jetzt ist es aber Annegret kein Kanzler. AKK, ja? Oder auch kein Kanzler. Die wurde ja mal ins Rennen geschickt von Frau Merkel mit Hoffnung auf den mit Kronprinzessinnenstatus auf den großen Thron. Aber nach dem AfD-Manöver in Thüringen, das ist eben Ausfall, Kramp-Karrenbauer. Und warum betone ich das eigentlich so mit einer gewissen Häme? Diese Dame begegnet uns ja am Deutschen Bundestag insbesondere immer wieder in Form von Regierungsbefragungen. Wenn man sie dann befragt zu dem Zustand der Bundeswehr und sie dann immer irgendwelche auswendig gelernten Sätze runterbetet. Und was bei ihr auch besonders ist, viele Leute wissen es nicht, wo kommt die Frau eigentlich her? Aus dem Saarland. Brandner heute wieder, ich muss ein bisschen, also ich habe jetzt hier nicht noch mein alter Ego in unsichtbar neben mir stehen, aber ich muss immer so ein bisschen so tun, als wenn Brandner da wäre, damit das natürlich noch genauso interessant ist, wenn ich hier trotzdem allein stehe. Er würde jetzt sagen, Corinna, hat er heute auch wieder gesagt, denkt mal dran, wir werden ganz schön stark, oder wurden ganz schön stark dominiert von Politikern aus so kleinen Ländern, aus dem Saarland. Wer fällt Ihnen ein? Heiko Maas. Herr Altmaier. Und was sagte Brandner gleich noch? Und Honecker. So. Aber jetzt wird ja momentan wieder gesagt, es gibt große Hoffnung für die Bundeswehr, denn man hat einen neuen Wehrbeauftragten in Aussicht. So. Und man denkt jetzt, Mensch, also Helmut Schmidt, der war ja Leutnant, und jetzt wurde verlautbart, der neue Wehrbeauftragte, also Helmut Schmidt war Kanzler, kein Wehrbeauftragter, aber der neue Wehrbeauftragte wäre ein Oberst AD. Vorhin saß Gerold Otten da unten, da habe ich ihn gefragt, wie das aussieht, ob er das ist. Nein, hat er verneint. Gute Nachrichten, Johannes Kaas. Oh. So, ich sage mal, Johannes Hasskappe Kaas. Sie wissen noch, wie das bei uns war im Bundestag. Der sagte doch zu uns, Hass macht hässlich, schauen Sie mal in den Spiegel. Unsere Antwort natürlich, ja, Herr Kaas, haben wir getan, Sie auch. Ja?
dieser Mann mit diesem Nazi-Tourette? Ja? Nazi, Nazi! AfD! Das sind die meisten, mehr Vokabeln kann er vielleicht auch nicht. Das ist eventuell vielleicht auch einfach eine physische Einschränkung. Aber der Mann hat wirklich dauerhaft schlechte Laune und der Einzige, der ihn dabei noch übertrifft, ist sein Parteikollege Ralle Stegner. Und der soll jetzt neuer Werbeauftragter werden. Da werden die Soldaten definitiv motiviert sein, nicht wahr? Aber eine Sache sachlicher Natur, mal ein bisschen weg vom Spott, das muss ja immer eine ganz gute Mischung sein. Eine Sache, die mich wirklich gewundert hat bei der Hamburg-Wahl und gerade in Bezug auf die SPD und Johannes Kahrs, eine Sache schien irgendwie gar keinen Unterschied zu machen und das war der Cum-Ex-Skandal. Ich weiß nicht, ob ihr ihn alle mitbekommen haben, ich fasse ihn nochmal kurz zusammen. Es gab da so, vor 4 Wochen stand das in den Medien, die Steuerbehörden in Hamburg haben ungefähr 50 Millionen Euro verjähren lassen von der Warburg Bank. Die hatten mit ihren Cum-Ex-Geschäften, wo man sich praktisch mehrfach bezahlte Steuern erstatten lässt, damit hatten sie halt Schabernack getrieben. Und dann kam 2017 raus, hat die hanseatische SPD eine Spende von 45.000 Euro bekommen. So, und da hat sich keiner die Frage gestellt, ob das vielleicht irgendwie als politische Einflussnahme gewertet werden könnte. Keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Und wer sitzt nun mal in Hamburg Mitte und ist da von der SPD? Johannes Kahrs. Ja? Also das sind Dinge, wo man sich einfach fragt, interessiert das heutzutage keinen? Reicht es, wenn da jemand steht, der sagt, das sind die Bösen, das sind die Nazis, Hass macht hässlich und ich bin schön? Anscheinend schon. Und zu Hamburg noch ein letztes. Die haben ja, wie viel Prozent hatten die? Ich glaube über fast 40, ne? 39% hatten die. Und das Einzige, wo ich erleichtert war, als ich das gesehen habe, war, jetzt weiß ich, wo die letzten SPD-Wähler wohnen, die über die 5%-Hürde halten. Bundesweit. In Hamburg ist halt so ein Nest. Ja, SPD, das ist eine Partei, über die man immer gut schimpfen kann. Bei mir ist die Abkürzung ja immer noch schlechteste Partei Deutschlands. Und wir sollten uns ein bisschen nochmal mit diesen Protagonisten, die da sonst noch so rumschwirren, auseinandersetzen. Dann wird es nämlich auch klar, warum das so ist. Die SPD ist ja nun der Erfinder der sogenannten Politikerpärchen. Sie erinnern sich? Dieses Bube-Dame oder, ja eigentlich sollte es Dame-König sein, aber oft ist es Bube-Dame. Die sogenannten Spitzenduos. Wer fällt uns ein? Olaf Scholz. Wen sucht er? Ich kannte den Namen vorher nicht, also manche von diesen kennt auch keiner, bis sie dann irgendwie auf einmal die Dame von jemandem sind. Clara Geiwitz. Und dann kam, ich finde diese Abkürzung von diesem Namen so wunderbar. Novabo. Norbert Walter Borjans. Novabo, bitte auch nicht Novabo irgendwie. Novabo, das hört sich eher an wie Tohuwabohu, deswegen sage ich immer Nohuwabohu oder Novabo. Er suchte auch eine Dame und er fand Saskia Esken. Sie wissen, wer das ist? Frau mit dieser Mireille Mathieu Gedächtnisfrisur? Ja, so sieht die aber aus. Und jetzt lassen wir uns mal über Saskia Esken ein bisschen reden. Die eignet sich so gut und ich habe mich so geärgert in den letzten Tagen, gerade nach dem furchtbaren Amoklauf in Hanau über diese Beschimpfungen, dass ich gedacht habe, an der Frau kann ich mich auch mal abarbeiten. Also, Mireille Mathieu, das ist eine ganz tolle Frau, muss ich wirklich sagen. Das Schöne ist immer, die ist unglaublich begeistert. Aber eben unglaublich begeistert von sich selbst. Das ist wirklich kein großer Ausdruck von Bescheidenheit, den die da an den Tag legt. Und man muss wirklich eins konstatieren. Wenn es Ausweis politischer Begabung ist, immer genau zu den Themen zu sprechen, von denen man gar keine Ahnung hat, dann ist sie in der SPD das größte Talent. Und ich möchte es mal an folgendem Beispiel festmachen. So hat sie gewusst, schon an Silvester, wir erinnern uns, Krawalle in Silvester, wo waren die Krawalle? Unter anderem Leipzig-Connewitz. Weiß ich nicht, ob bekannt ist, was in Leipzig-Connewitz so ist. Sie kennen in Mainz, wie es singt und lacht, Leipzig-Connewitz, wo es brennt und kracht. Ja, da ist die Antifa hochburg. Die Antifa hochburg. Und da hat sie sich geäußert. Die Polizei hat das provoziert, dass die Antifa entsprechend Schabernack treibt an Silvester. Als wir diesen großen Skandal hatten, Stichwort Hashtag Umweltsau. Sie erinnern sich, um Weihnachten herum.
Da hat sie sich sofort auf die Seite der Mitarbeiter des Senders geschlagen und war gegen Tom Burus Entschuldigung in der Öffentlichkeit. Wie er das denn machen könnte? Er müsste sich doch vor seine Mitarbeiter stellen. Zuletzt hat die Frau sich für oder gegen Steuersenkungen ausgesprochen und hat sie als gefährlich betitelt. Das hat ihr so viel Häme im Netz eingebracht, wenn Sie mal bei Facebook unterwegs sind. Es gibt jetzt einen Hashtag Esken-Filme. Haben Sie mal geguckt? Das sind praktisch die bekanntesten Kinofilme, die man in Deutschland so kannte, auf Esken umgemünzt. Also Steuerzangenbowle. Das hat jetzt echt gedauert, bis der kam, ne? Also schon mal ein bisschen wach bleiben. Also das Geben der anderen. Und mein Liebling, enteigne mich an einem anderen Tag. Das habe ich mir nie ausgedacht, das ist wirklich so. Ja, und wenn man dann als geneigter Beobachter vielleicht dann auch mal auf die doch wirklich offensichtliche Inkompetenz von Frau Esken hinweist, auch in den Reihen der SPD, dann kommt natürlich die Genossin Clara Geiwitz um die Ecke und sagt, die Saskia wird nur so schlecht beurteilt, weil sie eine Frau ist. Daran wird es liegen. Vielleicht redet sie auch so viel Unsinn, weil sie eine Frau ist. Nein, das sage ich nicht. Ich bin ja selber eine. Aber die Frage ist schon berechtigt, wie sie eigentlich darauf kommt, dass sie benachteiligt ist, nur weil sie eine Frau ist. Das ist eine Eigenreflexion. Auch an dieser Stelle muss man vielleicht anmerken, es hat ja jemand von der SPD gerade seine Kanzlerkandidatur erklärt. Norbert Walter Borjans. Also auch das ist ein Ausdruck von Humor. Aber wir sind ja noch am Resttag vom Fasching. Und das muss man vielleicht deswegen dann auch nicht ganz so ernst nehmen. So, jetzt haben wir ein bisschen SPD gemacht. Aber dieses Pärchenspiel, immer so zwei zusammen, das machen ja auch die anderen. Momentan suchen die Herren der CDU, die sich gerne Kanzlerkandidaten, wie hast du vorhin genannt, vier nasse Knallfrösche? Ja. Also drei von denen suchen definitiv eine Frau. Eine Dame, Entschuldigung, also vielleicht nicht privat, vielleicht auch doch. Norbert Röttgen, Friedrich Merz, die sind noch auf der Suche. Armin Laschet hat seine Dame schon gefunden, Jens Spahn. Ja. Genau, ganz ehrlich, genau da, das ist der beste Gag gewesen. Und es gab riesen Ärger, Bayerische Rundfunk hatte an heute am Aschermittwoch nichts zu meckern, bis auf diese Bemerkung. Das sei unter der Gürtellinie. Ich denke, nö. Ist ehrlich und vor allen Dingen, was müssen wir uns denn anhören? Also Entschuldigung. Ja, also. Außerdem habe ich eine Grafik gesehen, so Spielkarten. Es gibt ja Pik und Karo. Und da war, und bei den Herzen hatte ich gesehen, ich glaube, das war heute schon oder so, da hatten sie schon die Paarung gemacht. König Laschet mit Bube, Spahn. Zur Dame haben sie sich nicht getraut. Das machen wir halt. Wir sind die AfD, Mut zur Wahrheit. Ja. So. Kommen wir zu Themenblock Nummer 2. Steuern und Finanzierung. Die gute Nachricht zuerst, es gibt mehr Geld, also für den Staat. Die CO2-Steuer ist jetzt nämlich da und wir können uns das ja leisten in diesem wunderschönen Land, in dem wir so gut und gerne leben. Und der Staat erwirtschaftet in Deutschland, in diesem wunderschönen Deutschland, ständig Überschüsse. Wenn jetzt Brandner da wäre, ich muss ihn mir immer wieder so ein bisschen einbilden, würde er mir sagen, der Staat erwirtschaftet gar nichts, Corinna, das tun die Bürger. Der Staat gibt unser Geld nur ständig aus und weil es in Asylsachen nicht reicht, muss jetzt die CO2-Steuer her. So, das ist die Wahrheit. Das Narrativ ist natürlich etwas anders. Das Narrativ geht so, damit Sturmtief Sabine und andere klimaschädliche Aktivitäten des Wetters nächstes Jahr ausbleiben, zahlen Sie bitte ein bisschen mehr in die Kasse, entlasten Ihr Gewissen, kaufen einen Ablassbrief, drauf steht CO2-Zertifikat. Und wenn das Geld dann immer noch nicht reicht, dann holt man einfach vom Koalitionspartner hier den kleinen Kevin wieder aus der Tasche und der verstaatlicht dann einfach alles, zum Beispiel BMW. Hat er ja gesagt. Aber auf solche Ideen kommt man doch eigentlich nur, wenn man ständig allein zu Hause ist.
Freunde hat? Und warum ist er allein zu Hause? Weil er nicht zur Arbeit geht. So wie die meisten Sozen. Ja? So. Und wir gehen davon aus, dass dieser kleine unangenehme Genosse zwar fast immer allein zu Hause ist, aber eben nicht in seinem eigenen Haus, denn dem gehört gar keins. Sonst würde er nämlich nicht auf die bizarre Idee kommen, Häuslebauern enteignen zu wollen in Zeiten, wo die Wohnungen fehlen. Auch eine Idee, wieder einmal von der SPD. Ich zitiere ihn: Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Das ist Kevin Kühnert. Hoffnung der SPD. Also ganz ehrlich, wenn das die Hoffnung der SPD ist, dann brauchen wir uns echt keine Sorgen machen. Wir haben keine Probleme, die SPD hat viel größere. Aber Kevin ist in Sachen Sozialismus gar nicht so allein zu Hause, also in seinem SPD-Haus. Es gibt ja noch andere Kollegen, die diese Enteignungsfantasien immer wieder haben. Ich erinnere nochmal, Kollege Scholz hat ja gerade die Grundsteuer reformiert und trotzdem kommt Nova Bo, wir haben gelernt, Norbert Walter Borjans, um die Ecke und bringt die neue Bodenwertzuwachssteuer ins Gespräch. Damit, das ist übrigens eine neue Spielart der Schröpfung der Grundeigentümer bei zu großem Wertzuwachs von Grund und Boden. Und das ist auch nichts Neues. Das gab es schon im Kabinett, wer weiß es, Brandt-Scheel. Und war damals schon ein Flop. Wird jetzt nochmal neu rausgeholt, als neue Idee, aus der sozialistischen Mottenkiste. Und dann ist da noch ein anderer Kollege, den Sie wahrscheinlich auch alle nicht kennen. Herr Mirsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Was hat der für Ideen noch mitgebracht, gerade Ende letzten Jahres? Die Photovoltaikpflicht. Das sind Ideen, die er hat, aber es geht noch mehr. Außerdem warb er mit einem sogenannten Windbürgergeld dafür, dass man näher an Windkraftanlagen zieht. Kommt her, Windbürgergeld. Bisschen Infrascheiß, ist nicht so schlimm, Windbürgergeld. Aber ganz ehrlich, all dieser Schwachsinn ist immer noch besser, als Werbung für eine linksextremistische Boygroup zu machen. Eine müffelnde Punk-Rock-Band mit dem vielsagenden Namen Feine Sahne Fischfilet. Und wer hat's gemacht? Frank-Walter Steinmeier. Das ist unser Bundespräsident. Das ist der Zustand der SPD heute. Von denen geht keine Gefahr mehr aus. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir müssen sie eben noch ein bisschen ertragen, bis sie dann einfach weg sind. Dritter Komplex. Ein wichtiger Komplex. Und das Problem ist, wenn einer geht, dann kommt ein anderer. Die SPD geht, die Grünen kommen. Und das ist das große Problem. Unser großes nächstes Themenpaket ist Klimapolitik und Wirtschaft. Das ist ja die Domäne der Grünen. Die Klimahysterie, oder wie ich deren Programm eigentlich nenne, ist: Wie zerstöre ich eine funktionierende Volkswirtschaft? Wie zerstöre ich die Automobilindustrie? Der Garant für unseren Wohlstand. Und ganz nebenbei, ich weiß nicht, wir hatten es ja vorhin von Bundeswehr. Sie wissen, dass wir diese 2% schaffen müssen. Also unsere Verteidigungsausgaben sollten 2% unseres BIP sein, unseres Bruttoinlandsprodukts. Wir sind momentan mit unseren 50 Millionen nur bei 1,42. Aber soll ich Ihnen sagen, wie man ganz schnell auf die 2% kommt? Schrumpfen Sie einfach das BIP. Was denken Sie, wie schnell die 50 Millionen, die wir haben, nicht 1,4, sondern 14% sind? Vielleicht ist das ja auch eine Strategie. Wie mache ich mich wehrunfähig? Ich schrumpfe einfach mal, gut, das würde andersherum gehen, ich muss das BIP vergrößern, aber das ist ja vielleicht auch ein Hintergedanke, so können wir die 2% erreichen. Gut, zu den Grünen mal allgemein. Die Grünen sind ein Marketingprodukt. Ich denke, das weiß jeder, das ist eigentlich die Gruppe oder Fraktion der ungekämmten Wollpulloverträger mit ihren Jesuslatschen. Heutzutage sind sie Mainstream, vor allem in München. Ich sage ja sogar Greenstream. Es ist nicht Mainstream, es ist Greenstream. Denn dieser grüne Schleim, den finden Sie ja überall. Das sieht ja in jeder Frauenzeitschrift. Da gibt es dann statt Fitnesstipps, also kauf dich eine Fitnesszeitschrift oder was, dann denkt man, jetzt geht es hier zur Sache, irgendwelche Handelübungen. Nein, vegane Kosmetik, vegane Sportkleidung, veganer BH, den können Sie sogar essen.
Also, das ist die Partei definitiv der Besserverdiener, aber auch der Besserfühler. Es ist die Partei der Besserfühler. Und es ist alles eine Sache des Images. Inhalt ist nichts, Image ist alles. Ja? Die vertreten ja immer noch den gleichen Schrott wie früher. Nur ist es jetzt alles irgendwie etwas schicker verpackt. Alle sind besser frisiert, bis auf Toni Hofreiter. Der lässt nach wie vor hängen. Ja, der lässt hängen. Toni Hofreiter. Kleine Doppeldeutigkeit natürlich. Er lässt hängen, aber wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da was tut. Aber. Wenn Brandner nicht da ist, kommt der Brandner aus mir raus. Ja? Also das wäre so ein typischer Brandner-Spruch gewesen. Ich konnte es nicht aufhalten. Aber jetzt mal ohne Augenzwinkern. Die Grünen sind immer noch eine hoch ideologisierte Linkspartei im feinen bürgerlichen Zwirn. Deren verkleidetes Führungspersonal mag es vielleicht geschafft haben, ins bürgerliche Wählerlager einzubrechen, aber die Grünen sind nach wie vor ein antimarktwirtschaftlicher, industriefeindlicher Club. Das ist die Wahrheit. Ihr Programm in Kürze eben zusammengefasst. Sie wollen Deutschland mittels millionenfacher Zuwanderung kulturell entkernen, die Abtreibung noch mehr liberalisieren, die Türkei in die EU holen, bereits Schulkinder auf Gender-Ideologie trimmen, die traditionelle Familie zerstören, sie wollen die Bundeswehr noch mehr schwächen und die deutsche Automobilindustrie, vielleicht sogar die ganze Industrie, abschaffen. Wie übrigens auch die individuelle Mobilität, aber dafür Waren mit Lasträdern in Großstädten bewegen. Wie das aussieht, das werden wir vielleicht in Kürze ja sogar in Berlin erleben. Und wenn dann nicht mehr... Genau, dann reicht auch eine Spur auf dem mittleren Ring. Also, man muss es zusammenfassen und sich auch an eine Sache erinnern, die jetzt vielleicht noch ganz gut dazu passt. Was hat die Kanzlerin in Davos gesagt? Sie sagte, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns angewöhnt haben, werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen. Auch das, also ganz ehrlich, die Wahrheit wird einem ja täglich ins Gesicht gesagt. Es steht ja doch alles da. Aber man fragt sich, wo sind die Leute? Die wollen das nicht sehen. Aber das ist die Wahrheit, das hat sie gesagt, das ist ein Zitat. Und deswegen komme ich, wenn ich ein Fazit ziehe, Deutschland, auf links gedreht, wenn wir den Bereich Wirtschaft angucken, von Made in Germany zu Paid in Germany. Das ist eigentlich das, worauf es gerade hinausläuft. Früher waren wir bekannt für unsere großen Produkte, Industrieprodukte, hergestellt in Deutschland, das war ein Exportschlager, dieses kleine Markenzeichen. Und heutzutage sind wir dafür bekannt, dass wir alles bezahlen. Egal, was für ein Scheiß das ist. Egal, mit welcher dummen Begründung. Wir zahlen. Deutschland zahlt alles. Und dafür werden wir nicht respektiert im Ausland, dafür werden wir ausgelacht. Jetzt muss ich ja auch wieder ein bisschen persönlich werden. Lassen wir uns doch mal ein bisschen mit den Persönlichkeiten da, naja, nicht Persönlichkeiten, ist ein bisschen übertrieben, mit den Personen da beschäftigen. Fangen wir doch an mit einer ganz prominenten Vertreterin der Grünen, Claudia Roth. Ich höre schon Lachen, hab noch gar keinen Witz gemacht. Also, sieht aus wie Saskia Esken, nur in blond und so eine Brille. Und weitere Parallele, sie gibt auch nicht wirklich viel Schlaueres von sich, aber es reicht definitiv im Deutschen Bundestag für den Bundestagsvize. Und da muss man wirklich fragen, ist das nicht vielleicht sogar schon Ausdruck, dass wir sie da reinsetzen und mitmachen lassen von politischer Inklusion? Die Frage ist nur, wenn alles heutzutage so auf Inklusion ist, warum sind wir denn nicht vertreten? Warum ist unser Paul Podolei denn nicht vertreten? Der war ja nominiert als Bundestagsvizevorsitzender. Brandner würde jetzt sagen, es ist ganz klar, wir sind überqualifiziert. Und
Da es ja in Deutschland mittlerweile auch den Trend gibt, Leistungsträger zu bestrafen, gibt es da für uns wahrscheinlich auch nächstes Jahr nichts zu holen mit dem Bundestagsvize. Es wird nichts. Wir sind eben ein linkes Land geworden. Aber wir waren ja jetzt gerade bei den Grünen. Machen wir mal weiter mit der schönen Parade. Wen haben wir denn da noch? Jetzt kommt eine Frau, die ich wirklich toll finde. Ich erkläre auch gleich warum. Hat ein deutlich besseres Erscheinungsbild als Claudia Roth. Ist nicht so schwer, wissen wir. Annalena Baerbock. So. Und jedes Mal, wenn diese Frau redet, denke ich, super, das ist ja wie beim Vorlesewettbewerb in der dritten Klasse. Und was liest die da? Die liest Meister Eder und sein Pumuckl. Ja? Kobold und Gedöns. Darum geht's doch. Muss mal aufpassen, ich selber meine Witze lache. Man muss festhalten. Zitate von ihr. Das Netz ist der Speicher, ihr Kopf ist es nicht. Jedenfalls nicht für kluge Gedanken oder halbwegs kluge Gedanken, wie zum Beispiel die Grundrechtenarten oder die Grundlagen vom Periodensystem und wie da die Elemente heißen. Aber ganz ehrlich, bei einem Spott, ich bin froh, dass es Annalena Baerbock gibt. Die Frau relativiert jeden Blondinenwitz. Leute wie mich. Und übrigens, darüber freut sich auch ihre Parteikollegin Katharina Schulze. Es ist ja die Vorlage für jeden Blondinenwitz. Was wir spätestens seit ihrem Auftritt bei Lanz wieder wissen. Wo sie sich darüber geäußert hat, wie Bundesemissionsgesetz, Schutzgesetz, was da für Abstandsregeln drin sind. Und sie möchte, dass es in Bayern genauso ist und das muss genauso gemacht werden, bis man ihr sagte, lies mal den Sprechzettel von deinem Mitarbeiter besser durch. Es gibt da gar keine Grundregel. Oh, ja. Das sind die Grünen, heiße Luft. Deswegen ist denen auch so heiß. Es ist nicht das Klima, das sind die selber. Ich hab noch was. Wenn wir jetzt schon bei den Frauen da sind, dann müssen wir wieder mal einen Blick in den Osten werfen. Könnten wir gemeinsam gucken, Sie wissen noch, da wo es brennt und kracht? Leipzig, Connewitz? Sachsen. Da gibt es eine Justizministerin mit Namen Katja Mayer. Und die ist beteiligt in einer CDU-Regierung, die Grünen dort. Sie ist Justizministerin und das ist die Frau, die früher, als sie noch in der Punk-Rock-Band spielte, Lieder sang wie Advent, Advent, ein Bulle brennt. Ja? Heute macht sie das nur noch im kleinen Kreis, jetzt steht sie aber mit vollem Elan für einen starken Rechtsstaat. So schnell kann man sich wenden, wobei ich bei so einem Beispiel sage, Achtung vor Konvertiten. Achtung vor Konvertiten. Glaubt jetzt wirklich jemand, dass diese Frau sich geändert hat? Glaube ich nicht. Ja, und dann wären da natürlich noch Männer bei den Grünen. Also kommt vereinzelt vor, wenn man die auch so bezeichnen will. Und heutzutage in der Genderlehre sind Bartstoppel ja auch nicht unbedingt Ausweis von Männlichkeit, haben wir gelernt. Oder dass man tatsächlich mit einem Mann redet. Conchita Wurst. Ne? Oder Robert Habeck. Das ist der Mann, der eigentlich besser Nespresso verkaufen sollte. Aber ehrlich, wenn wir schon bei dem Thema Männer bei den Grünen sind, die wir ja so verzweifelt suchen, dann könnten wir uns tatsächlich darüber mal Gedanken machen, ob wir nicht doch den Vorschlag der Linksfraktionen im Bundestag folgen und uns vielleicht doch dafür einsetzen, die Listen paritätisch zu wählen. Ein Mann, eine Frau. Also 50-50. Denn auf diese Art und Weise würden wir bei den Grünen definitiv einen großen Teil von Frauen aus dem Parlament rauskriegen. Denn die haben definitiv einen Frauenüberschuss. Ich weiß gar nicht, ob die merken, was sie da eigentlich fordern. Aber das Thema Frauenquote ist ja auch in Bayern mittlerweile angekommen. Herr Söder hat es bei der CDU ja versucht und sich natürlich erstmal ein blaues bzw. ein grünes Auge geholt. Deshalb gescheitert. Nix Parität in Bayern. Und wir hatten ja vorhin schon
den Bezug zu Franz Josef Strauß? Man muss sich das einmal vorstellen. Wäre Franz Josef Strauß noch vor dem bloßen Besteigen dieses bunt geschmückten Narrenschiffes mit dem Namen Utopia warnte und den rot-grünen Faschingskommandanten, will die CSU selber Kommandeur auf genau diesem Schiff werden. Und zwar mit ihrem Mann Markus Söder. Mit Frauenquote könnte man Kanzler werden, meint der Söder. Und das Schöne ist, Konsequenz in der CSU bedeutet nun einmal, auch einen Holzweg zu Ende zu gehen. Und deswegen wird das auch wieder versuchen. Und das Schöne ist, wir können ja hier, wie Frauen in der AfD, können ja ganz ohne Frauenquote ganz vorne mitmachen. Der Witz, den ich vorhin noch gerissen habe, der mir echt abgeht jetzt, das gilt auch für dich, Stefan. Den habe ich natürlich noch gemacht, also er darf auch mit trotz ohne Frauenquote mitmachen. War ein großer Lacher, kommt aber nicht an, wenn er nicht da ist, ich wollte es nur nachrichtlich übermitteln. Momentan, wenn wir aber mal bei der Politik und bei den Politikern der CSU sind, meckern die Leute aber auch über eine ganz andere Person, und zwar über unseren Innenminister Joachim Herrmann. Was hat er gemacht? Er hat 10 Elektroautos für je knapp 40.000 Euro für die bayerische Polizei angeschafft. Dann merkte er, dass sie vielleicht für den gewöhnlichen Polizeidienst nicht so richtig taugen, denn ein Elektroauto hat mit 160 Kilometern nicht besonders viel Reichweite. Außerdem haben wir auch nicht genug Nutzlast. Das bedeutet, ich kann eigentlich auch niemanden, den ich dann gefangen habe, wenn ich mal am Ziel angekommen bin, den Einzug kassieren, kann ich dann nicht transportieren. Und wenn ich zwischendurch liegen bleibe und ich kann dann laden, dann dauert das bis zu 8 Stunden. Also, offensichtlich nicht unbedingt für Polizeieingesetze prädestiniert. Aber ganz ehrlich, woher hätte der Herrmann das wissen sollen, zumal ihm ja Söder auch das Programm oktroyiert, dieses grüne Programm. Und es ist ja auch nicht wirklich Herrmanns Schuld, dass die guten Elektroautos erst ab 80.000 aufwärts kosten. Ne? Und kauft er jetzt halt neue, ist ja nicht sein Geld. Also was soll die Aufregung? Aber bleiben wir noch mal bei einem Moment bei Herrmann. Es gibt noch ein anderes Thema, was in den letzten Tagen so ein bisschen die Medien in Bayern umtreibt. Es geht nicht nur um untaugliche Antriebssysteme bei Polizeiautos, es geht auch mittlerweile bei der Polizei um die Uniformen. Und zwar um die schönen blauen Hosen, die neuen blauen Hosen. Noch gar nicht so lange im Einsatz in Bayern. Und da gibt es wohl am Gesäß ein paar lose Nähte. Es heißt, bei so mancher Verkehrskontrolle sei ein Polizeibeamter schon mal ganz schnell unten frei gewesen. Untenrum frei. Das ist eine tolle Textilqualität. Man muss schon sagen, wir sind bei der Polizei in Sachen Ausrüstung schon fast auf dem Niveau der Bundeswehr angekommen. Also kein Wunder, dass den Beamten im wahrsten Sinne des Wortes der Arsch platzt. Aber was ich wirklich schätze an den Grünen, das ist wirklich, dass die ihr Programm auch selbst leben. So zum Beispiel beim Fliegen. Also Ironie aus. Aber ernsthaft, ich habe gehört, dass sie in den letzten 20 Jahren ihren Umweltschutz mittlerweile so verinnerlicht haben, dass die nur noch Kondome aus Jute verwenden. Das wiederum könnte dazu geführt haben, dass wir jetzt auf einmal in den Großstädten so viele junge Wähler haben, die alle grün wählen. Die werden noch links doktriniert in der Schule und dann hast du in Hamburg Wahlrecht ab 16 und schon bist du bei der SPD wieder bei fast 40%. So, letzter Punkt. Meinungsfreiheit und Demokratie. Ja, das ist eines der wichtigsten Themen. Und gerade nach dem, was sich so nach Thüringen ereignet hat, ist es vielleicht auch wichtig, das nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Also, wenn eine Kanzlerin es wagt, das rückgängig machen, von Wahlen zu fordern, eine demokratische Wahl als einen unverzeihlichen Fehler zu bezeichnen, weil ihr die Zusammensetzung der Stimmen für einen Ministerpräsidenten nicht gefällt, wie weit sind wir dann eigentlich in Deutschland davon entfernt, so lange zu wählen, bis es passt?
Sind die Abgeordneten, das ist auch eine Frage, die man wirklich stellen muss, nach Artikel 38 Grundgesetz nicht in ihrer Entscheidung frei? Und wie verträgt es sich mit dem Neutralitätsgebot oder der Neutralitätspflicht einer Regierungschefin? Denn die Frau ist nicht mehr CDU-Parteivorsitzende. Sie hat sich in der Funktion der Kanzlerin aus Südafrika zu Wort gemeldet. Und wir müssen auch darüber reden, was passiert ist mit all den Leuten, die es gewagt haben, Herrn Kemmerich, den gewählten Ministerpräsidenten, zu beglückwünschen. Denken Sie noch an den Ostbeauftragten, Herrn Hirte. Genau. Er durfte gehen zugunsten von Herrn Wanderwitz, einer echten Witzfigur, also ein Witz auf zwei Beinen im wahrsten Sinne des Wortes, auf Englisch Running Gag. Ja, Wanderwitz. Also, ja. Und die Reaktionen nach Thüringen, das Paktieren der CDU mit der SED-Nachfolgepartei, übrigens, das müssen wir wirklich mal festhalten. Man hat ja in Thüringen nach diesem Wahlmanöver von einem echten Tabubruch geredet. Das war mit der AfD. Das ist ein historisches Fehlverhalten. Nein, der Tabubruch ist, dass man tatsächlich überhaupt schon in der letzten Legislaturperiode einer Partei mit echter Diktaturgeschichte einen Ministerpräsidenten stellen lässt. Die SED-Nachfolgepartei hätte gar nicht überhaupt dahin kommen dürfen. Die hätte von Anfang an meines Erachtens verboten gehört. Vorne Bodo Ramelow und Sie kennen ja die Klo-Geschichte, wo man sich da abgesprochen hat. Curio hat vorhin gesagt, das ist wahrscheinlich Bodo Ramelow das Rammelklo. Ja? Ich werde das. Können Sie. Hey, sauber geblieben. Ich hab da, das war von ihm. Da gab es noch einige andere Schlüpfrigkeiten. Vor allen Dingen, als der da oben stand, Brandner und mich in der ersten Reihe anguckte und sagte: Habt ihr euch auch auf dem Rammelklo kennengelernt? Hat er wirklich gemacht. Aber wir sind ja die AfD, wir nehmen es mit Humor. Und Herr Curio hatte halt mal gerade einen witzigen Moment. Sonst ist er ja eher ein bisschen bräsig unterwegs. So. Und eine ganz besonders tragische Rolle übrigens in diesem ganzen Zusammenhang, und jetzt sind wir bei einer weiteren Partei, spielte die FDP. Die ehemalig freiheitliche Partei mit ihrem ehemaligen Goldjungen Christian Lindner. Kennen Sie den noch? Das ist der Mann, von dem man nachsagt, dass er sich jeden Tag neu in sein Spiegelbild verliebt. Sie kennen die Werbung. Jeden Tag verliebt sich ein neuer auf Parship, oder? Ist das die Parship-Werbung? Er verliebt sich jeden Tag neu in sein Spiegelbild. Kennen Sie ZDF X3? Oder ich weiß nicht, X3 ist das ZDF? ARD X3. Die haben ja mal das Lied Pretty Belinda, Christian Lindner, umgetextet. Ja? Pretty Belinda. Muss man sich angucken. Aber dieser Mann, Christian Lindner, hat mit seiner hochnotpeinlichen Abbitte im Deutschen Bundestag im wahrsten Sinne des Wortes sein zuletzt farbloses, in Grautönen plakatiertes Gesicht gänzlich verloren. Und er helfe auch keine Schönheitsbehandlung mehr. Der Lack ist ab. Hilft auch kein Botox oder Haarverpflanzung. Stand in der Zeitung über ihn. Also auch da kein Gerücht. Wer will diese selbsternannte Service-Opposition, die haben sich so genannt, wie sind die Service-Opposition, eigentlich noch ernst nehmen? Sie reiht sich ein als fünfte linke, linksliberale Partei in den Block der anderen. Und jetzt ist es bei uns im Bundestag schon fast wie im Kino. Statt 50 Shades of Grey arbeiten wir mit 5 Shades of Left. Und die Schmerzen sind ganz genauso stark. Wir erinnern uns auch an Mike Moring, Fraktionsvorsitzende der CDU in Thüringen. Der muss sich jetzt einen neuen Job suchen durch das Manöver. Christian Hirte musste dem Wanderwitz, also dem Witz auf zwei Beinen weichen, wir hatten es vorhin schon. Aber Ralf Höcker von der Werteunion hat nach massiven Einschüchterungen den innerparteilichen Kampf in der CDU aufgegeben. Aber was soll man eigentlich auch machen, wenn man von seinen eigenen Parteikollegen mit seiner Organisation als Krebsgeschwür bezeichnet wird,
dass es mit aller Rücksichtslosigkeit zu bekämpfen gilt. Wer hat das gesagt? So ziemlich die größte Niete im politischen Geschäft, Elmar Brok. Sagte das nicht über uns, wir sind ja schon fast dran gewöhnt, man stumpft ja ab, sondern über die Werteunion. Und da muss man sich schon fragen, wo haben diese CDUler eigentlich diese entgrenzte Sprache her? Denn das ist Nazi-Jargon. Das ist Nazi-Jargon. Und da fällt mir ein, wo haben sie sich's abgeguckt? Vielleicht bei Leuten wie Peter Tauber, 2016. Wer nicht für Merkel ist, der ist ein Arschloch. Ist alles gesagt worden. Und über Bosbach hat er sich auch geäußert. Halt deine blöde Fresse. So, also, das ist heutzutage das Niveau in der CDU. Und daran sieht man eben, wir sind ja gar nicht momentan in einem Kampf in der Politik gut oder besser gegen gut oder gut gegen besser, sondern wir sind in einem Wettbewerb schlecht gegen weniger schlecht. Das ist das, wo wir momentan sind. Und das ist eigentlich der Verfall der Demokratie, der Verfall der Werte, den man dadurch illustriert bekommt. Aber jetzt habe ich noch ein Bonbon. Ich habe mich an einem Mann noch, an einem Jungen noch nicht abgearbeitet. Das ist eigentlich mein Lieblingskollege im Deutschen Bundestag. Dieser hat richtig viel Kritik einstecken müssen, insbesondere als er sich vor wenigen Tagen zum Thema Leitkultur wieder einmal einen Zentimeter zu weit vorgewagt hat. Mein Lieblingskollege Philipp Amthor. Der selbsternannte Sicherheitsexperte der CDU. Wieso, fragt sich das auch mal jemand, wieso ist der eigentlich Sicherheitsexperte? Seine größte Leistung in dem Bereich Sicherheit ist wahrscheinlich immer noch die Überwindung der Kindersicherung im Auto seiner Eltern. Ja, das war jetzt ein bisschen gemein, das mag ja heutzutage auch ein bisschen tricky sein, vielleicht kann das auch nicht jeder Jungspund, aber es kann halt auch nicht jeder mit über 20 Jahren von sich behaupten, dass er immer noch bei McDonald's die Junior-Tüte angeboten bekommt. So, nicht zu vergessen, erst im Januar dieses Jahres seine Einlassung zum Thema Antisemitismus, als er zu bedenken gab, dass dieser vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten sei. Und da hat er sich ausgerechnet von einer Vertreterin der Koalitionsschwester der SPD, nämlich von Frau Tschäpli, die Frau mit der Rolex, einen eingefangen. Also, jetzt haben wir eine Kamera, ich habe das vorhin auch schon mal zu ihm gesagt, lieber Philipp, wenn du mal wieder rechts blinken und einen auf AfD machen willst, merk dir eins, am Tor ist noch lange nicht im Tor. Und solange du bei der Union bist, ist jegliche Regierungskritik am Ende dabei immer ein Eigentor. Also mal lieber den Ball flach halten, sonst wird man nämlich angreifbar. Denn wir wissen doch alle, in der CDU, Regierungskritik, Widerspruch ist Karrierebruch. Das ist die Wahrheit. Und so werden wir schon in fast inflationärem Stil ständig mit Talkgästen aus dem grünen Bereich konfrontiert, die Bürger des Landes darauf vorbereiten, dass es bald eine schwarz-grüne Koalition geben soll. Und so verwundert es nicht, dass die Talkshow-Könige der Jahre 2018 und 2019 Robert Habeck und Annalena Baerbock hießen. Niemand war öfter in den öffentlich-rechtlichen Medien zu solchen Politsendungen, sogenannten Politsendung eingeladen. Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen vermitteln uns doch stets, dass wir im Transformationsprozess sind. Wenn Arbeitsplätze irgendwo wegfallen, dann sei das doch Teil des Strukturwandels. Warum sollte denn eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk von diesem Strukturwandel ausgenommen sein? Wenn Stahlwerke, Kohlebergbau, Textilindustrie und bald auch die böse CO2-schleudernde Automobilindustrie in Deutschland weitgehend verschwunden sein werden und wir das hinzunehmen haben, dann ist doch der Strukturwandel wohl auch diesen Medien zuzumuten. Vor allem
Würde das am Ende nicht vielleicht sogar wirken wie eine Frischzellenkur für diese Sender und ihre zum Teil seichten Vorabendserienformate? Während die Streamingdienste, zum Beispiel Netflix, immer neue Serien und Formate entwickeln, senden ZDF und ARD hauptsächlich Konserven, Krimis und Flachformate wie die Lindenstraße. Was machen die eigentlich mit den ganzen Gebührenmilliarden? Jedenfalls sollen diese Gebühren auch noch steigen. So jedenfalls der ARD-Vorsitzende. Wenn nicht, wird das Programm noch mehr zur Wiederholungsroutine. Und wir wissen, das ist eine Drohung. Der Vorschlag von Herrn Maaßen von 1 Euro Rundfunkgebühr pro Monat hört sich jedenfalls vor diesem Hintergrund gar nicht so unvernünftig an. In Großbritannien übrigens baut Boris Johnson gerade die BBC um. Jetzt will er die Rundfunkanstalt, die Vorbild für die öffentlich-rechtliche ARD war, zu einer Art Netflix umbauen. Von den 61 Radio- und 10 Fernsehsendern soll nicht viel übrig bleiben. Und wir merken wieder einmal, von den Briten kann man verdammt viel lernen. Wobei, Sie kennen ja das Gegenargument. Die Gebühr ist dafür da, dass Sie schauen könnten, wenn Sie denn wollten. So wie man Steuern für eine Autobahn zahlt, obwohl man Bahnfahrer ist. Aber demgegenüber stehen mittlerweile eben 3,5 Millionen Gebührenverweigerer, die jetzt schon lieber Mahnverfahren und Ärger mit der Justiz in Kauf nehmen, als sich dieser Demokratieabgabe, so hat es der WDR-Fernsehchef Jörg Schönenborn einmal verniedlichend genannt, als diese Demokratieabgabe an den Gebührenservice abzuführen. Liebe Freunde, es bleibt spannend. Wir sind im Jahr 2020 definitiv auf dem Weg vom Rechts- in den Linksstaat. Alles wird auf den Kopf gestellt, in Deutschland umgekrempelt, eben auf links gedreht. Aber wir sind ja auch noch da, die AfD. Momentan wird unsere bundesweit plus minus 15%, das haben wir bundesweit. Das haben wir auch in Bayern. 15%. Mit diesen vielleicht noch etwas kläglichen 15% sind wir momentan nur sowas wie ein Kieselstein im Schuh oder in den Schuhen der Altparteien. Aber wenn wir einmal rausgucken und uns überlegen, wie weit wir gekommen sind in den letzten 7 Jahren, und wenn wir rausschauen, dann muss man doch wieder feststellen, dieser kleine Kieselstein bringt die Altparteien ganz schön zum Tanzen. Und deswegen an dieser Stelle kleine Nachricht an Frau Merkel. In Bayern sind die Rauten blau. In Bayern sind die Rauten blau, wir haben hier 15% und ich kann jetzt noch mal verkünden, wie wir bei der Kommunalwahl momentan da stehen. Und ich werde den Fehler, den ich vorhin gemacht habe, werde ich jetzt natürlich nicht wiederholen. Wir treten an bei der Kommunalwahl in 23 von 25 kreisfreien Städten. Und darüber hinaus in 61 von 71 Landkreisen mit einer Kreistagsliste. Das heißt, trotz all dieser unerträglichen Häme, diesem Dreck, den die über uns täglich ausgießen, sind wir in Bayern fast flächendeckend vertreten bei der Kommunalwahl. Kommunen, liebe Bürger, wir kommen euch zu Hilfe. Und das macht mich wirklich stolz, als Landesvorsitzende von Bayern jetzt im Westen mit dieser Kommunalwahl einen Pflock einzuschlagen. Ich bin 100% davon überzeugt, wenn diese Kommunalwahl um ist, wird sich auch das Klima uns gegenüber stark verändern. Es ist viel einfacher, über ein Phantom, Leute, die man nicht kennt, über anonyme Personen, das Wort Nazi auszugießen. Es ist weitaus schwerer, es jemandem ins Gesicht zu sagen, beziehungsweise das Wort in den Mund zu nehmen, wenn man die Vertreter vor Ort kennt. Und das Schöne ist, denn die Freien Wähler haben das ja genauso gemacht, haben sich vor Ort überall reingesetzt, die bringen es nicht.
Sie bringen es nicht auf Bundesebene, sie haben keine Struktur. Es lohnt sich nicht, die Freien Wähler zu wählen, genauso wenig wie es sich lohnt, die CSU zu wählen, denn die hat bundesweit genauso wenig zu sagen wie der kleine Philipp Amthor in der CDU. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir am Ende siegreich sein werden. Es braucht noch etwas Geduld, Zähne zusammenbeißen, und deswegen als Landesvorsitzende stellvertretend für den Landesvorstand, da unten sitzt ja auch mein geschätzter Kollege Jürgen Steinhäuser aus dem Landesvorstand mit dabei, darf ich sagen, vielen herzlichen Dank an alle, die ihr euch zur Verfügung stellt, wo ihr Gesicht zeigt für die AfD, auch in diesen schweren Zeiten. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr mitmacht. Glaubt mir, Deutschland braucht uns mehr denn je. Vielen Dank.